Der Zusammenhang mit dem Arbeitskreis Smarte Maschinen oder Smart Machines kam durch den Kontakt über die Unix AG zustande. Dort soll geforscht werden in Richtung künstlicher Intelligenz, also wie man mit diesen kleinen intelligenten Maschinen arbeiten kann, wie die einem das Leben erleichtern, wie man sie trainieren kann, wie man mit natürlicher Interaktion programmieren kann, ohne dass man große Programmierkenntnisse haben muss als Endverbraucher, wie man die vielleicht als Assistent im Haushalt verwenden kann oder wie man diesen Robotern einfach kleine Aufgaben beibringen kann. Im Sommersemester haben immer mehr Studierende rund um das Thema KI, Roboter, sprachverstehende Systeme, Alexa, Siri nach Themen gesucht und alle haben ähnliche Fragen gehabt. Und da habe ich mal Kollegen gesprochen, die unterrichten das dann auch an einigen Standorten, in einigen Fächern und berichten auch, dass die Studierenden alle ähnliche Fragen für den Anfang haben. Und dann kam der Kontakt auch zur Unix AG und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gründen wir doch mal den legendären Arbeitskreis, dass wir unseren Studierenden den Einstieg erleichtern in das Thema Smart Machines, also Tutorials, Ressourcen, Software, Roboter bereitstellen. Man kann sich sowas eben mal kaufen für zum Ausprobieren. Aber dass wir auch die Professoren und die Assistenten auch dann darauf aufbauend komplexere Themen anbieten. Und dann hat sich eine Gruppe von inzwischen fast 20 Leuten etabliert. Wir haben auch Glück, die Webseite smart-machines.org. Da kann man das alles im Wachsen sehen. Und wir sind gerade dabei, jetzt auch Fördermittel zu beantragen, um in Vorlesungen, vielleicht im Summercamp, vielleicht in der Bachelorarbeit mit Robotern oder mit anderen Ressourcen intelligente Maschinen zu bauen. Auf den Namen Visionarium kamen wir eigentlich eher aus Zufall. Wir haben einen Namen gesucht, so Hochschulcampus, Hörsaal, offener Hörsaal ist ein bisschen ungeschmeidig. Fast jeder Laden hat einen Namen. Visionarium entstand aus einer spontanen Idee, etwas, was man sehen kann, das Visio. Und das Arium, naja, Atrium, also etwas, was offen ist nach außen, so kam der Name zustande. Am 8.1. haben wir den Raum dann offiziell mit einer kleinen Vortragsreihe eröffnet. Unser Hochschulpräsident Professor Dr. Schmidt hat auch einen kleinen Vortrag gehalten darüber, wie das Ganze entstanden ist. Und nun hoffen wir, dass wir diesen Raum auch ganz regulär mit regelmäßigen Terminen für Workshops benutzen können, für Vorlesungsreihen und eben auch für den Kontakt mit den Leuten, die dort einfach ganz normal einkaufen gehen und vielleicht auch ein bisschen Wissenschaft beim Einkauf mitbekommen möchten und sich vielleicht auch mal in so einen Vortrag zum Thema 3D-Druck, 3D-Konstruktion setzen oder etwas über Bitcoin erfahren. Und da können auch Studenten Ideen einbringen oder auch mal sagen, hey, haben wir dafür Geld mal bekommen, wenn wir das so beantragt bekommen. Also Daumen drücken, dass wir im nächsten Semester, in diesem Semester vielleicht schon die ersten auch von Studenten generierten Ideen umsetzen können. Dazu, wir treffen uns alle 3 bis 4 Wochen im Semester, machen einen Vortrag. Und hinterher diskutieren wir, was ansteht an der organisatorischen. Wir sind also offen, auch für die Kollegen aus Kaiserslautern. Wir wollen auch die Maschinen, die wir haben und die Ressourcen auch rotieren, an die anderen Standorte bringen. Also hereinspaziert, wie gesagt, smartmachines.org, da können Sie Kontakt aufnehmen. Der Raum befindet sich in der Hallplatzgalerie in 2 Brücken, mitten in der Innenstadt, da wo die Fußgängerzone ist, viele Restaurants drumherum. Ja, man kann im Parkhaus gegenüber parken, direkt durch die Eingangstür rein. Auf der rechten Seite befindet sich der Saal.